An der Stelle dann jetzt willkommen im dunklen Allerheiligsten. Denn wir haben ja letztens da das Flammtor, was man hier von der anderen Seite jetzt sieht, sage ich mal, mit dem Mord an dem einen komischen Vagabunden da geöffnet. Und jetzt wollen wir unseren bösen Werdegang fortsetzen. Mal schauen, was willst du von mir? Seid gegrüßt, mein böser Freund. Seht, vor euch liegt das dunkle Allerheiligste, eine Zuflucht des Schlimmen und Grausamen und Leckeren und, tja, Bösen. Es klappt immer noch nicht richtig. Egal, es ist aufregend, oder? Wer weiß, welch finsteres Wissen und monströse Geheimnisse es enthält. Wer weiß, welche bösen Rezepte, Mächte hier entdeckt werden wollen. Der Kerl hat wohl eine Fixierung Macht, auf Essen. die ich mit euch teilen könnte. Aber leider ist der Eingang durch Trümmer versperrt. Ich kann sie allein nicht wegräumen. Könntet ihr die Kosten für die Freilegung tragen? Ich brauche recht viel Gold für Werkzeug und Arbeiter. Alles für die gute Sache. Also, die böse Sache, aber ihr wisst, was ich meine. Doof, dass ich ja gerade im letzten Part mein Geld ausgegeben habe. Das reicht leider nicht. Geht und erbeutet Gold, mein Freund. Bis dahin muss ich wohl warten. Ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht dann so ein bisschen ins Minus getrieben werde. Aber nein. So, was machen wir denn sonst in der Zeit? Ich würde meinen, wir gehen an den Bowerstone Markt. Weil der ist jetzt ja, den hatten wir ja auch noch nicht aufgedeckt, wegen den Immobilien, die wir da kaufen können. Sonst hätte es halt noch entführt im Industriegebiet gegeben. Aber das ist eigentlich so die Quest, die ich als letztes machen will. So. Hier sind wir dann im Ich kann euch Industriegebiet. bestimmt helfen, einen Und schönen dann wollen Wolf wir zu ein finden. Spiel spielen. Das hier ist zwar nicht so und wir werden gleich nicht von einem Dreirad Habt ihr überfahren, etwas, das ich euch abkaufen kann? aber so, es Es gibt sieht ja noch eine gut Menge aus. anderer Ich glaube, Spiele. das ist der Händler von Bowerstone. Das weiß jeder. Hab gerade schon gedacht, wofür führst du Wisst mich ihr hin? heute Abend alles? Ich habe alles überprüft. Wir brauchen nur noch jemand Heldenhaftes. The Aber fuck ist wird die es? Kugel auch wirklich funktionieren? Dungeons and Ja, Dragons? immer. Bei Hobbs, Hasen, Wölfen. Besser es klappt. Ich habe mich komplett umgezogen. Wo habt ihr sie überhaupt her? Hab sie von einer Convention. Laut Verkäufer war sie lang in Familienbesitz. Sein Großvater hatte sie von Convention. einem gewissen Murgo. Murgo? Name. Klingt wie ein Zauberer. Wenn es mit Murgo zu tun hat, kann es nichts Gutes sein. Absolut nichts Gutes. So. Ah, ein Brief an Mark, Jim und Ben. Das werden wohl die drei da unten sein. Lieber Mark, Jim und Ben, ihr rotznäsigen, hirnlosen Spieler, ihr milchgesichtigen Freaks, werdet endlich erwachsen und hört mit den albernen Rollenspielen auf. Hochachtungsvoll, Arthur. PS, wie geht's deiner Freundin? Ach, ignorier das, du hast gar keine. Dead Burn. Gib ihm mal lieber, also gib den dreien mal lieber ein bisschen Wasser. Nicht zu fassen! Ihr seid ein Held! Ein wahrer Held! Wir brauchen euch! Seid gegrüßt! Wir sind die drei mächtigen Magi! Ich bin Madron der tausend Gesichter! Und das ist Kalef, Herr der Feen! Und seht, wie schon gesagt, zählt ein Dritter zu unserer Runde! Um Himmels willen, Mark! Ich muss zum Abendessen daheim sein. Gut. Und seht, das ist Jim. Prinzessin Phraxia wurde von einem bösen Baron auf eine andere Ebene entführt. Befreit ihr sie? Ihr müsst nur die magische Kugel nehmen und ihr werdet in das Reich des Barons transportiert. Was meint ihr, Held? Helft ihr uns? Helft ihr ihr? Sie ist übrigens absolut heiß. Dann helfe ich euch, um mir zu helfen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann packen wir mal die Kugel an. Das gefällt mir nicht. Weh, der Hund frisst mich. Weißt du, schrumpfen ist ja eine Sache. Aber auf die Größe zu schrumpfen ist wieder eine ganz andere.
Dorf Lightwater. Seit langem hegt er Rachegelüste gegen den bösen Baron. Macht weiter! Banause. So begab sich der Held also nach Lightwater, einem hübschen kleinen Dorf unterhalb der Burg des bösen Barons mit ihren dräuenden Zinnen. Es ist ein hübsches Dorf. Ich sagte ja hübsch. So. Da ich ja weiß, was es hier gibt, nehmen wir mal ein bisschen Obst mit. Der Sellerie des Schreckens. Neben Brandstift und Gemetzel liebte der grausame Dämonenfürst Orcrux Soul Trinker den Anbau von Gemüse im eigenen Garten. Ja, Gartenarbeit ist wirklich diabolisch böse. Gemüse wie diesen Sellerie zum Beispiel. Nehmen wir ihn mal mit, weil das ist so ein bisschen heiltrankmäßig. Der Held beschloss, mit den Leuten zu reden, um etwas über das Verschwinden der Prinzessin zu erfahren. Ist das ein Witz? Es dauert ewig, wenn er sich erst mit allen Dorfbewohnern unterhält. Manche Spieler unterhalten sich gern, um besser in die Geschichte einzutauchen. Ihr behauptet ja auch, dass manche die Beschreibungen von Gegenständen lesen. Das macht wirklich niemand. Zufälligerweise wusste Arturo, der Torwächter, genau, was mit der Prinzessin geschehen war. Ruhe, Spielverderber. Ich habe Unmengen Text für die Dorfbewohner geschrieben und einiges ist ziemlich cool. Dann wollen wir mal reden. Zum Beispiel der alte Clem ist wach. Mit dem Dreadlock-Meister mit dem Fasshammer. Bestes Design. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Clem, der alte Schmied. Ich mache Waffen. Wenn ihr mir Himmelsmetall bringt, schmiede ich euch ein magisches Schwert. Es kostet 1000 Gold pro Plus. Ein Plus-3-Schwert kostet also 3000 Gold. Oh, und ich bin erst ein Geselle und kann dadurch allerhöchstens Plus-3-Schwerter schmieden. Wäre auch etwas zu früh für mehr als ein Plus-3-Schwert. Steht in keinem Verhältnis. Schmieden klappt nicht. Ich hatte keine Zeit für Modelle. Im Ernst? Aber die Spieler sollen doch alles anpassen können. Ja, aber wie will der was schmieden? Der hat einen verfickten Holzhammer. Und Metall ist heiß. That's not how any of this works. So, dann sprechen wir mal mit der voluminösen Dame. Ich bin Mildred, ein bescheidenes Milchmädchen. Um mir meinen Alltag zu versüßen, träume ich von einem hübschen Edelmann, stark wie ein Bär, doch sanft genug, um mich stundenlang in seinem starken Arm zu wiegen. Milchmädchen, du siehst doch aus, als würdest du eine Menge Milch geben. Hier oder Mildred? Das war Mildred. Und die Prinzessin? Sag doch, dass Mildred ein paar Hops mit einem großen, zappelnden Sack gesehen hat. Das hat sie nicht. Und dass sie echt heiß ist. So, manchmal sind das so Dinge, die ich sage, wie eben das jetzt, wo ich denke, soll ich das sagen? Aber warum nicht? Oh, der Held nähert sich Horace. Schön. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Horace, der größte Dichter unserer Zeit. Möchtet ihr ein Sonett hören? Oh, Sonne, hoch am Himmelszelt. Erleuchtet mir vor aller Welt meine Angebeteten vollendet Gesicht. Ihr schönes, liebliches Gesicht. Was meint ihr? Toll. Gesicht auf Gesicht. Der beste Dichter unserer Zeit braucht dringend ein Wörterbuch. Was mich viel mehr stört, ist Zelt auf Welt. Was für eine Hausmaus-Scheiße ist das? So. Prima, der Held wird mit Arturo sprechen. Jetzt kommt alles ins Rollen. Ja, die anderen sind hier alle weg, jetzt. Seid gegrüßt, Fremder. Aus eurem guten Aussehen und tapferen Auftreten schließe ich, dass ihr die Prinzessin retten wollt. Ich habe gesehen, wie Hobbs, die bösen Diener des Barons, sie verschleppten. Durch das Tor brachten sie sie in die Burg auf dem Berg. Ist das alles? Gibt es keine Rätsel zu lösen?
Der Held muss herausfinden, wie man auf den Berg kommt. Etwa, indem er hochklettert? Hey, nichts verraten. Ja, verrat nix, das ist doch... Wie soll ich denn vermuten, dass man auf den Berg kommt, indem man auf ihn raufgeht? Der Held beschloss, zum schaurigen Turm auf den Berg zu gehen. So schaurig ist er doch nicht, oder? Ben, der ist doch von euch, stimmt's? Ja, aber ihr sagtet doch, hübsch. In welchen Abenteuern gibt's hübsche Türme auf Bergen? Ruhe, ihr beiden. Ich mach das schon. Schon besser. Ah, das wollte ich hören. Dass ich die noch nicht mal one-shotten kann. So. Die Wölfe scheinen vernichtet zu sein, oder doch nicht? Immer stört ihr mich. Ich metzelte den letzten Wolf nieder. Diese schwierige Herausforderung war viel spannender als ein paar Hasen. Ziemlich vorhersehbar. Das mit den Hasen ist längst nicht so spektakulär, wenn man merkt, dass man sie nicht bekämpfen kann. Muss es denn immer ums Kämpfen gehen? Ja, es geht immer um Konflikte. Am allerbesten allerdings ohne viel störende Handlung. Ah, du bist so der Splatter-Typ. Und natürlich haben wir hier in dem Spiel im Spiel das Wolfsklischee auch erfüllt. Aber wir sehen uns dann erst das nächste Mal den Turm des Barons an, wenn es dann wieder heißt... Let's play Fable 3.